Und wie ich Kilometersteine setze und was ich da für Abstände benutze, das zeige ich euch heute. Hallo liebe MOBA-Freunde, heute werden wir mal Kilometersteine setzen und welche Abstände ich da benutze, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir mal vom Modellbau Gerhard hier diese Kilometersteine besorgt und das Phänomenale ist, man kann sie nach der Wunschkennzahl beschriften lassen. Und die Steine sind natürlich beidseitig graviert. So, heute werden wir die Tunneleinfahrt mit Kilometersteinen versetzen. Im Original sind diese ja alle 100 Meter auseinander. Das würde jetzt bedeuten, dass wir einen Abstand von 83 Zentimetern haben. Das wäre zwar original, aber ich finde es sieht etwas komisch aus. Deshalb werde ich das Ganze mal um ein Drittel verkürzen. Das heißt, im Endeffekt bleiben wir dann bei zwischen 60 und 50 Zentimetern. Wie gesagt, für mich jetzt optisch viel schöner, weil dieses Detail soll halt doch ein bisschen rauskommen. Und bei 83 scheint mir das doch ein bisschen zu wenig zu sein. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ihr das Ganze handhabt, original oder doch optisch. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt. Ich bedanke mich und wir sehen uns.